Herzlich willkommen zum Digitaltag 2020 im Jakob- und Wilhelm-Grimm-Zentrum der Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich begrüße Sie hier als Direktor der Bibliothek und als Bundesvorsitzender des Deutschen Bibliotheksverbandes. Der Deutsche Bibliotheksverband ist Partner von Digitaltag 2020, denn Bibliotheken vermitteln Bildung, viele digitale Informationen und Wissensmedien und sie beraten die Nutzerinnen und Nutzer beim Umgang mit digitalen Medien. Sie vermitteln Kompetenz auf diesem Gebiet. Ja, dass Bibliotheken in dem digitalen Wandel an vorderster Front stehen, auf der ersten Reihe sitzen, wer hätte das gedacht? Über Jahrhunderte haben Bibliotheken gedruckte Bücher und Zeitschriften gekauft, erschlossen, zur Nutzung zur Verfügung gestellt und auf endlos langen Regalreihen gespeichert. Und jetzt stehen sie im Rahmen der Digitalisierung an vorderster Stelle. Technologieforscher und Zukunftsphilosophen haben oftmals den Untergang der Bibliotheken im Zusammenhang mit der digitalen Transformation vorausgesagt. Digitale Bibliotheken würde es niemals geben können. Bibliotheken in ihrer traditionellen Form würden definitiv in den Informationsfluten des Internet untergehen, denn buchbasierte Bildungseinrichtungen wie Bibliotheken würden sicherlich nicht mehr gebraucht. Soweit, aber auch soweit gefehlt. Denn gerade um die Jahrtausendwende, wo das Internet hochkam, wurden viele Bibliotheken neu gebaut oder ältere Bibliotheksgebäude renoviert. Dazu gab es viele Diskussionen zur Weiterentwicklung von Bibliotheken. Viele Konzepte wurden mit großer Intensität diskutiert. Wobei ging es daran? Zum einen war natürlich das Thema gedruckt digital, dieser Gegensatz, immer wieder Gegenstand von heftigen Diskussionen. Dieser Gegensatz, den hat man glücklicherweise gelöst, indem man sich darauf verständigte, dass Bibliotheken weiterhin eine große Medienvielfalt haben und insofern dieser Gegensatz gar nicht die Relevanz hat, die man ihm zugemessen hat. Und allein digitale Bibliotheken, sollte sie es denn geben, sind sie wirklich so erstrebenswert? Wir erleben gerade in Corona-Zeiten viel Kontaktarmut. Das sollten wir uns bei den Bibliotheken nicht als Perspektive auf Dauer vorstellen wollen. Aber es gab noch andere Konzepte, die im Zuge der Neuausrichtung der Bibliotheken erörtert wurden und auch umgesetzt wurden. Dazu gehört zum einen der dritte Ort, den man vielfach in Stadt- und Kommunalbibliotheken findet. Was ist ein dritter Ort? Der dritte Ort ist ein sozialwissenschaftlicher Begriff, der neben dem ersten Ort, der Wohnung, und dem zweiten Ort, dem Arbeitsort, ein dritter Ort ist, der ein öffentlicher Ort ist, und dieser dritte Ort bietet Bürgerinnen und Bürgern eine Bereicherung in ihrer Lebensentfaltung. Dazu gehören Kaufhäuser, Shopping-Malls, Theater, Museen, Flughäfen, Bahnhöfe, vieles andere mehr, aber eben auch Bibliotheken. In Bibliotheken als dritten Orten haben Nutzer und Nutzerinnen, Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich zu informieren, sich auszutauschen, Kompetenz zu erwerben, kreativ zu sein, gesellschaftlich zusammenzuarbeiten, Integration zu üben, alles wichtige Dinge, die unserer Gesellschaft gut tun und die wir dringend brauchen. Was machen wissenschaftliche Bibliotheken? Wissenschaftliche Bibliotheken bieten Lernräume. Auch sehr wichtig, denn wissenschaftliches Arbeiten wird in den Lernräumen praktiziert und auch vermittelt. Hinzu kommt, dass wir in der Wissensgesellschaft stehen und insofern natürlich auch in der Wissensgesellschaft bestehen müssen. Dafür bieten Bibliotheken mit ihren Lernräumen hervorragende Voraussetzungen. Es wird Wissen vermittelt, es wird Wissen beraten, es wird beraten und vermittelt, wie mit Wissen umzugehen ist und viele andere Services, die wir dringend für die wissenschaftliche Arbeit und für unser Bestand in der Wissensgesellschaft brauchen. Und jetzt gibt es schließlich auch noch etwas, was Bibliotheken besonders auszeichnet, und das ist ihre Offenheit. Offene öffentliche Häuser, Gebäude werden in unserer Zeit auch immer seltener. Bibliotheken sind offene Häuser und sie bieten offene Medien, offene Daten, offene Dienste und offene Services an.
Es ist eine wunderbare Erfahrung, das in Bibliotheken zu erleben. Und deswegen möchte ich alle, die den Digitaltag mit uns feiern, einladen, in ihre Bibliotheken zu gehen. Nutzen Sie diese Angebote, genießen Sie diese Angebote oder kommen Sie auch nach Berlin und schauen sich das Jakob- und Wilhelm-Grimm-Zentrum an. Sie sind immer und jederzeit herzlich eingeladen.